Miau, willkommen zurück zu Okami HD. Wir sind hier in der Eishöhle. Keine Ahnung, wie ich an diesen Felsen rankommen soll. Das kann ich doch immer noch nicht, oder? Kann ich das schon? Kannst du mir den kaputt machen, lieber Bär? Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann gehen wir halt wieder raus. Und dann doch über die Brücke. Zack. Oh. Ist jetzt Nacht oder Tag? Habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig erkannt. Ah, Mann. Okay. Ich möchte doch so gerne die Fledis füttern. Wie mache ich denn das? Was essen die denn überhaupt, was ich habe? Nix. Wenn da Tiere sind, will ich sie auch füttern können. Verflucht. Ah, mir wird ehrlich gesagt kalt vom Zusehen hier. Ist halt nicht so idyllischer Schnee, ist wirklich düsterer, gemeiner. Webcare, okay. So, Moment. Wow. Es ist, als ob das gesamte Dorf eingefroren worden wäre. Ich frage mich, ob noch irgendwer am Leben ist. Ei, bestimmt. Guck mal, hier kommt ein Schneemann. Oh nein, hier ist bestimmt wieder Sleepy. Der Bär. Kann ich nicht aussprechen. Klingt wie ein Inuit-Wort. Hey, Ami, komm schon. Wir haben wichtigere Dinge zu erledigen. Hallo, ich werde ja wohl mal hier das Schild lesen dürfen. Oh, hier ist auch Wind. Ach, in der einen anderen Hütte war ich auch noch nicht. Das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Ist doch gut, dann kommt der Wind auch nicht rein, falls hier jetzt noch jemand lebt. Ah, ich rutsche. Oh Gott, Eisphysik. Das wird uns noch zum Verhängnis werden, ich sag's euch. Geätztes Glas. Für alle, die Kunstfertigkeit und Funktionalität wollen. Ist doch auch neu, oder? Ja. Cool. Nee. Nicht getroffen. Brauchen wir denn eigentlich immer wieder, um uns aufzuwerten? Ach, guck mal, ich kann noch mal Tinte ballern. Oder den Magen. Magen war bisher echt nicht so das Ding. Ich nehme noch mal Tinte. Können wir als nächstes wieder Magen nehmen oder so. Ach ja, die Kraniche muss ich noch füttern. Hallo, Freunde. Ah ja, Fisch. Entschuldigung. Wie dumm. Dann sind die Fledermäuse keine von den Tieren? Oh Mann. Die süßen Fledis. Gar nicht. Diese langhalsigen Vögel fressen Fisch. Ja, ich weiß. Ah, doof.
Ich schätze mal, ich will irgendwie zu diesem... dahin. Ach nee, jetzt will ich wieder unten, ne? Ja, aber guck mal, da kommt doch Dampf aus dem Kamin. Dann lebt da doch auch noch jemand. Ach. Ist jetzt einfach Tag geworden. Liebt die Musik. Ah, das ist bestimmt eiskaltes Wasser. Ich fand das so gut in Tomb Raider 3 in der Antarktis, dass man auch wirklich aufpassen musste, dass man nicht zu lange im kalten Wasser war. Es war gut gemacht. Und die Level waren wunderschön. So, Orca. Hoppa. Der wird uns hier helfen. Komm ich wohl da hoch? Oh. Gar nicht hoch, ne? Scheiße. Was mache ich denn dann hier hinten? Ach. Ah, oh, verflixt. Ich will aber. Wozu ist das hier denn alles, wenn mir das hier gar nichts bringt? Sehr verwirrend. Wenn er den Wind dann macht, dann geht das ja hier schön schnell, ne? Ja, und meistens passiert halt das. Soll er uns mal Richtung Wasserfall begeben? Wie kommen wir denn an die Häuser ran? Habe ich wahrscheinlich nur nicht genug umgesehen, weil es auf Nacht war. Dann können wir noch überall hoch, das hat man gar nicht gesehen zuerst. Ach, hier ist sogar ein Händler. Ist ja alles halt so. Nee, ist er nicht, nur ein Stand. Ich wüsste nicht, was wir tun müssen, wenn du mich mal hier lesen lassen würdest. Das ist nicht gut. Die Tür bewegt sich kein Stück. Ja. Bäh. Schafis füttern. Hier mit dem schönen Geweih, ihr feinen Tiere. Hey. Das Hauptsache sieht natürlich sehr verdächtig aus. Ich wollte die Kugeln darunter.
Ach, guck. Noch mehr Schafe. Hätte ich mal mehr Grünfutter gekauft. Okay, ihr Lieben. In diesem Dorf Webcare, ich habe keine Ahnung, wie man es aussprechen soll, werden wir uns dann morgen nochmal umsehen. Wir finden schon irgendwen, der noch hier ist und der mit uns reden will. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Hälfte der Woche haben wir schon hinter uns. Schaltet morgen wieder ein zu Okami. Danke, bis dann. Hilfe, das Schaf schiebt.